Hey Leute und willkommen zu einem neuen Animal Crossing Video, in welchem ich heute mit euch über 5 vermeintlich nice Features reden möchte, welche seit Release von New Horizons mehr oder weniger ja entfernt wurden. Um welche Features es sich genau handelt und weshalb es bei manchen dieser Features im Nachhinein echt schade ist, dass diese entfernt wurden, erzähle ich euch gleich. Vorab möchte ich noch eben wie immer auf unseren Animal Crossing Discord Server aufmerksam machen. Auf diesem könnt ihr neben DIYs, Blumen und Fossilien auch Bewohner miteinander traden und zudem neue Schlummerinseln entdecken. Also falls ihr Bock auf einen sehr aktiven Animal Crossing Discord Server habt, findet ihr den Link zum Discord in der Videobeschreibung. Zudem möchte ich noch eben auf meinen mehr oder weniger neuen Twitch-Account hinweisen, auf welchem ich demnächst auch wieder regelmäßig streamen werde. Also falls ihr mir noch nicht auf Twitch folgen solltet, würde ich mich dort über einen Follow freuen. New Horizons hat seit Release mit der Hilfe von zahlreichen regulären Updates bis zum heutigen Tag schon einige neue, wirklich coole Features dazu gewinnen können. Dazu gehören unter anderem Features wie ein erweitertes Museum, die Schlummerfunktion sowie die Möglichkeit zu schwimmen oder auch das Farming-Feature, welche allesamt, wie eben bereits erwähnt, mit der Hilfe der in Anführungszeichen normalen bzw. offiziellen Updates mit ins Spiel integriert wurden. Neben diesen offiziell hinzugefügten Features gab und gibt es aber auch einige Funktionen im Spiel, welche von den Entwicklern nicht vorgesehen waren und erst relativ spät im Nachhinein wieder entfernt wurden. Die Rede ist hier natürlich von den sogenannten Bug-Features, welche in der Vergangenheit schon öfters mal Thema auf meinem Kanal waren und zu welchen ich bis heute immer noch vereinzelt Fragen in meinen Kommentaren lesen darf. Aber um welche Bug-Features handelt es sich denn nun genau? Nun, zunächst hätten wir hier die allseits bekannte selbst erstellte Spinneninsel, welche man sich letztes Jahr im März ganz einfach auf einer beliebigen Meileninsel selbst erstellen konnte, indem man auf der Meileninsel, auf welcher man gelandet ist, einfach alles abholzt bzw. kahl rasiert, sodass quasi kaum noch andere Insekten als Vogelspinnen spawnen konnten. Das Ganze hat zu dem Zeitpunkt auch wirklich gut funktioniert und war gerade für New Horizons Anfänger, welche wir zu dem Zeitpunkt eigentlich alle waren, ein sehr nützliches Feature, da wir über diese selbst erstellte Spinneninsel ganz easy die Spinnen farmen und verkaufen konnten, um so unsere ersten Sternis zu verdienen. Leider wurde dieser scheinbare Bug relativ schnell seitens Nintendo in einem darauffolgenden Update gefixt, welches dafür gesorgt hat, dass die generelle Spawnrate der Vogelspinnen im Spiel weniger geworden ist, sodass es sich nach dem Fix nicht mehr wirklich gelohnt hat, seine eigene Spinneninsel zu erstellen. Jedoch kann man bis heute noch die in Anführungszeichen richtige Spinneninsel im Spiel besuchen. Diese ist jedoch mit einer Anflugswahrscheinlichkeit von 2% ziemlich schwierig zu erreichen. Falls ihr bereits in der Vergangenheit schon mal auf so einer offiziellen Spinneninsel gelandet seid, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und wo wir schon mal bei Meileninseln sind, auch hier gibt es ganze 2 offizielle Meileninseln, welche damals von Nintendo bereits einige Wochen nach Release aus unerklärlichen Gründen wieder entfernt wurden. Um genau zu sein, geht es hier einmal um die Hybrid Flower Island, welche eine 2%ige Chance hatte, angeflogen zu werden, und um die Big Fish and Hybrid Flower Island, welche wiederum eine 3%ige Chance hatte. Also beide hatten eine sehr geringe Chance, angeflogen zu werden, und das auch zu Recht, denn auf beiden gab es, wie der Name eventuell schon vermuten lässt, die sehr begehrten Hybrid Flowers. Warum Nintendo genau diese beiden Inseln nun entfernt hat, ist bis heute, wie gesagt, nicht wirklich klar. Fakt ist, dass sie so ziemlich genau vor einem Jahr mit dem Nature Day Update aus dem Spiel deleted wurden. Was ebenfalls nach einiger Zeit aus dem Spiel entfernt wurde, sind die bis heute immer noch schmerzlich vermissten Sternsplitterbäume, welche man lange Zeit auf der ein oder anderen Spielerinsel sehen konnte. Da es sich bei diesen Sternsplitterbäumen jedoch um gehackte Items gehandelt hat, die so im Spiel gar nicht existiert haben, war es aber auch schon zum damaligen Zeitpunkt absehbar, dass diese früher oder später entfernt werden würden. Zumal damals manche Hacker mit diesen Bäumen auch ganz schön Profit gemacht haben, was, denke ich, ebenfalls dafür gesorgt haben könnte, dass Nintendo die Bäume dann letztendlich entfernen ließ. Was ebenfalls von Nintendo vor noch nicht allzu langer Zeit entfernt wurde, ist das Feature, die Amiibo-Bewohner-Poster zu katalogisieren, ohne dass dabei der Spieler den Amiibo des jeweiligen Posters selbst bei sich eingescannt hat. Kurz nochmal zur Erklärung. Generell könnt ihr, wenn ihr Animal Crossing Amiibos habt, diese im Fotostudio einscannen und bekommt dafür dann im Anschluss ein Poster, welches ihr dann über Nook Shopping bestellen könnt. Und ja, dieses Poster konnten vor diesem Fix auch Spieler bei sich katalogisieren, welche den Amiibo selbst gar nicht besitzen bzw. nicht eingescannt haben. Und ja, dieses vermeintliche Feature wurde ebenfalls von Nintendo entfernt. Ebenfalls entfernt wurde auch der von mir noch vor kurzem vorgestellte Bug, welches uns tatsächlich ermöglicht hat, Pflasterwege im Spiel bepflanzbar zu machen. Witzigerweise hat Nintendo selbst scheinbar auch das ein oder andere Mal Gebrauch von diesem Bug gemacht, da man im damaligen Sanrio-Trailer deutlich erkennen konnte, dass dort der ein oder andere Busch auf einem Pflasterweg gepflanzt wurde. Aber wie gesagt, wurde auch dieses Bug-Feature von Nintendo vor kurzem entfernt. Aber ja,
Das waren so ziemlich die beliebtesten Bug- und Nicht-Bug-Features, welche seit Release des Spiels wieder entfernt wurden. Schreibt mir gerne in die Comments, welches der Feature ihr euch am meisten wieder zurückwünschen würdet. Ich selbst muss sagen, würde schon ganz gerne mal wieder den ein oder anderen Sternsplitterbaum im Spiel sehen wollen. Dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat mein kleines Video zu den Bug-Features ein wenig gefallen. Falls ja, würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Kleiner Kanal-Fact noch am Rande. Aktuell haben 58,9% aller Leute, die meine Videos regelmäßig schauen, den Kanal noch nicht abonniert. Daher würde ich mich gerade bei den Leuten über ein Abo umso mehr freuen. Und falls ihr bereits den Kanal abonniert habt und keine neuen Videos mehr verpassen möchtet, aktiviert gerne die Glocke. Somit bekommt ihr immer direkt eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video online ist. Dann würde ich sagen, wir sehen uns eventuell im nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dann und ciao.